Hat eine Münze. Was uns nur billig hat? Oder ein Mauzi? Wahrscheinlich ein Mauzi. Das hat keine Münze, das hat einen Mond, Kind. Oder ein Gespenst. Das könnte auch sein. Wie auch immer ich damit jetzt ein Level-Up zusammengekriegt habe, ne, ist der Wahnsinn. Jetzt wird's kein Make-up brauchen, Hacky. Verstehe ich gar nicht. Ich glaube, die sucht ein Pokémon mit einer Münze. Drüben soll noch ein Trainer sein. Ich glaube, das ist mein Fußballtrainer, den ich suche. Yep. Oh, lebe der Typkampf. Ich glaube nicht. Müsste Nummer 4 sein, oder? Ja, ich hätte es auch behauptet, dass meine Freundin das bestellt hätte, Hacky. Nice try. Neutralschmuck. Wenn die Statuswerte nicht durch Attacken oder Fähigkeiten anderer Pokémon gesenkt werden. Cool. Okay, der nächste ist... hier. Das sind 8 Trainer in der Wüste. Ich brauche noch 2, okay. So geht's auch. So, der erste ist irgendwo in die Richtung hier. 20 Jahre. Stehst du hier schon und wartest darauf, dass irgendwer kommt? Oder du bist schon seit 20 Jahren auf der Akademie? Das ist ein Lüft. Ich frag mich ja, wie die Pokémon-Welt überhaupt zusammenhängt, ne? Wenn der 20 Jahre zur Schule geht, wie hat der überhaupt Einkommen? Und wo kommt sein Einkommen her? Wie bezahlt er sein Essen? Oder laufen die einfach durch die Wildnis und fressen Bären? Also ich finde es gut, dass du geschrieben hast, er hat bestimmt eine Frau oder von den Eltern geerbt. Und ich habe gelesen, er hat bestimmt eine Frau von den Eltern geerbt. Und ich denke mir so, wait a second. Okay, südlich da unten, also nach... da. Gut. Guck dir an, wie flüssig das ist. 60.000 FPS, weit hier. Also im negativen Bereich.
Ich sehe ja keinen Trainer. Da. Okay. Dann hier drum und hier zwischen. Der Eva hat gestern ein Schnäppchen geschossen. Okay, dann im Norden Richtung Ausgang. Das habe ich nicht gesehen. Mit Laufwerk, Hecki. Warum zum Geier willst du Spiele kaufen mit Laufwerk? Dann willst du eine Konsole kaufen mit Laufwerk. Das klingt jetzt dämlich. Aber das, was du heutzutage doch kriegst, ist doch basically, wenn du ein Spiel kaufst, kriegst du einfach nur noch einen Code in dem scheiß Ding für den Store und gut ist. Du kaufst doch basically einfach nur Plastikhülle, die du in den Schrank stellen kannst. Ich meine, ich verstehe den Sinn dahinter, warum man das macht. Verstehe ich nicht falsch, aber das bringt ja nichts. Ja, PS4 hat das noch Sinn gemacht. Ich habe die meisten, also ich habe relativ viele PS4-Games auf Dings, aber mit der PS5 macht das halt schon keinen Sinn mehr. Ich glaube, das Game stirbt wieder im Intern. Das ist auch eine Menge PS4 Games auf Disc. Und? PS5 ist abwärtskompatibel. Und? Nach im Norden. Wie soll ich die PS4-Games auf der 5er zocken ohne Laufwerk? Ja, das fragt mal Sony. Das haben die selber noch nicht rausgefunden. Nee, du bist nicht dumm. Aber das ist an sich ein Problem, was Sony lösen muss und nicht du. Weil in der Theorie bin ich der Meinung, wenn du dein Ding, wenn du die Disc besitzt, ja, solltest du eigentlich, dann hast du ja eine License für das Game. Meiner Meinung nach könnte man das ganz einfach lösen, indem du in einem Store eine Digital License kriegst. Oder irgendwo, ja, sodass du die dann auf der PS5 runterladen kannst. Aber das wäre zu viel verlangt. Hier soll ein Trainer sein. Ich sehe halt nicht zwei fucking Derps. Da ist er. Die eigentliche Frage ist, hast du PS4-Spiele, die du unbedingt jemals wieder spielen willst? Weil ich habe auf der PS4 nichts mit großartig Replay-Value, wenn ich ehrlich bin.
Ich glaube, das einzige Spiel, was ich literally unter PS4 auf der PS5 spielen wollen würde, maybe wäre Bloodborne. Einfach nur um zu gucken, ob die Performance besser ist. Allerdings weiß ich schon, dass die Performance nicht so viel besser ist. Ja, lauf du mal davon. Das müssten alle gewesen sein, oder? Okay. Ich sehe zwar noch einen, aber... By the way, bin jetzt Champ. Nice. Hat das Team funktioniert? Okay, das ist Erdbeben. Und weil es so lustig ist, der nächste Vollhorst ist direkt hier oben. Ja, jetzt solltest du auch. Ich glaube, du kannst mit demselben Team sogar die ganzen Refiles machen. Das sollte auch funktionieren. Sollte nicht das Problem sein. Zwei. Ich brauche vier. Also noch zwei. Okay, also direkt vor meiner Nase sind angeblich ein paar. Also. Okay, da ist Norden. Muss die Karte drehen. Da ist direkt einer. Den haben wir. Ein Stück weiter an der Kreuzung. Den haben wir auch. Dann nördlich von hier. So, anscheinend hier runter Jumps. Wenn jemand einen Render von einem Trainer sieht, schreien. Ich sehe nämlich gerade gar nichts. Ich bin zu weit nördlich. Fucking Taurus. Ich habe mir nichts gewünscht und apparently hat meine Schwester eine Box mit nichts gekauft für mich. Also von daher bin ich sehr gespannt. Hier ist angeblich noch einer und da drüber auf dem Plateau. Oder ist der Underground? Bist du Underground oder bist du über? Du bist angeblich auch hier, okay. Ist der Ü30? Ja, ja. Also ich zuwende das. Geh mir doch aus dem Weg. Holy moly. Die Frage ist, ist das hier noch dieselbe Zone? Oder ist das hier schon eine andere? Ja, noch dasselbe. Nice. Elektrohilde, Boggies.
Und dann ist der andere unten. Der andere ist oben, okay. Ist nur die Frage, wie ich da hochkomme. Ja! Hilfe, ich werde von wilden Pokémon daran aufgehalten, mein Ziel zu erreichen. Help. Über den Stein da, ja, hier sind mehrere Steine. Über die das gehen sollte. Ich weiß nicht, ob ich so hoch springen kann. Aber das hier funktioniert auf jeden Fall. Das müsste dann auch alle da sein. Glaube ich zumindest. Und hier sind so viele von den Typen, Alter. Das nimmt ja gar kein Ende. Wie viele gibt's davon? Für jede Zone ein? Ich bring mich einfach Quellen jetzt eben auch da. Ich bin gerade am überlegen, ob ich das offscreen mache, weil holy shit, wir haben jetzt den fertig und dann haben wir den fertig. Und da bleiben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 über, die wir danach noch machen müssten. Holy shit. Ich mich nicht verzählt habe. Moment. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Holy moly. Das sind mehr, als ich erwartet habe. Ich dachte, das sind so ein paar. Ich habe nicht erwartet, dass es so viele sind. Ja, plus ich muss auch noch Trash fangen. Lass das einfach morgen in der Ruhe machen. Weil ja, ich guess wir nehmen eine extra mit. Ich mach das offscreen, no joke, ne? Holy shit. Ist halt auch nicht spannend irgendwie. Ich glaube, es liegt aber einfach daran, dass ne, meine Pokémon sind halt viel zu hoch. Die Idee ist, dass du die basically mitnimmst, wenn du, ne? Irgendwie hier langkommst beim Leveln oder so, aber irgendwie habe ich die ja anscheinend alle verpasst beim Leveln, beziehungsweise nee, ich hatte einfach das traumatische Erlebnis sehr early mit dem Trainer, der mich einfach komplett platt gemacht hat, weil ich überhaupt keine Coverage in meinem Team hatte, beziehungsweise ich hatte kein Wasser oder Pflanzenmove und er hatte Boden und er hat mich einfach komplett zerstört. Fokusgurt. Sexy. Das war eher nicht so eine geile Erfahrung. Okay, das heißt, der ist auch fertig. Der nächste ist dann... Das ist der vor der City, ja, ne? Hier. Der ist fertig. Der nächste ist dann drüben in der Normal-Area. Also hier. Das war crazy, ne? Ich brauch 4 mehr. Okay. Einer ist hier hinten. Vielleicht sehe ich jetzt wieder auf Anhieb ein Ditto.
Kein Ditto. Kein Ditto. Ich sag doch, ich sehe eins auf Anhieb. Ich verstehe nicht, wie Marcel gestern keins gefunden hat. I don't get it. Das südlich aus der Stadt raus. Instant Ditto. Also das wäre eins gewesen. Gucken, ob ich noch eins finde. Das sind alles normal aus. Ich glaube, das Sichtlo ist sogar normal, ja. Du bist auch normal. Yep. Du bist garantiert normal. Snowbilly-Katzen sind wahrscheinlich auch beide normal. Sie sehen auf jeden Fall beide normal aus. Ja. Ist normal. Ihr seid auch alle normal. Na, ich glaube, hier oben sind keine mehr. Ich glaube, die sind nur auf der unteren Ebene. Toll, gegen dich habe ich schon gefightet. Ja, das ja, yes, ja. Lovely. Hab noch eins gefunden. Deshalb sage ich nicht, deshalb sage ich halt, ich verstehe nicht, wie Leute keine Dittos finden. Du musst die halt literally anvisieren, aber die laufen in den rauen Unmengen rum. Das ist wahrscheinlich, ich suche gar nichts. Ich suche actually Trainer zum Fighten. Schon viel in den Boxen. Also ich glaube, es ist einfach. Das Ding ist, sobald du einmal eins gesehen hast, sind die relativ easy zu spotten. Aber wenn du die vorher noch nie gesehen hast, sind die halt scheiße zu spotten. Warum hat das ein schwarzes Gesicht? Ist das ein männlich-weiblich Unterschied? Moment, das gucken wir uns jetzt mal an hier. Oh ja, das ist männlich-weiblich. Okay, never mind. Das Shiny davon würdest du hart erkennen. Das ist absurd roh. Das sieht echt aus wie ein Schwein. Okay. Okay. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich noch ein Ditto sehe, weil ich glaube nicht, dass es hier in der Region schon Eis-Pokémon gibt. Ich glaube, da hinten läuft literally eins. Weil ich glaube nicht, dass es das Eis-Pokémon hier gibt. Achso, Shiny Hans. Bisher nicht. Ich meine, ich habe eins random gefunden. Aber ich habe jetzt auch nicht wirklich danach geguckt.
Lass mal gucken, ob ich mit meiner Theorie richtig liege, dass das Ding da hinten. Nein, euch gibt's actually hier, wirklich. Ha. Achso, weil wir fast hier oben sind, ne? I see. Natürlich machst du beim Shiny Hunten oftmals einfach nur dasselbe. So ist das nun mal. Jetzt habe ich meinen Tab zugemacht mit meiner Karte. Wo bin ich? Hier oben sind angeblich zwei Trainer. Einer ganz noch am Ende noch. Du bist. Okay. Shiny Hunten ist langweilig, weil Shiny Hunten ist basically Glücksspiel. Nichts anderes. Zumindest in meinen Sinne, weil. Oh Gott. This will take a while. Noch ein bisschen so tanky. Aber nichts Effektives gegen dich, ne? Schön. Man kann bei Shiny Hunt kein Geld verdienen. Wieso verdienst du bei Shiny Hunt kein Geld? Knopf. Wegen Glücksspiel, da muss ja ein Einsatz vorhanden sein. Ja, Shiny Hunting hat einen Einsatz. Es ist halt nicht Geld, aber es hat einen Einsatz. Nämlich deine Zeit. Ich bin viel zu südlich. Meine Switch stirbt, ich schwör. Was relativ witzig ist, weil du würdest denken, meine Switch ist super heiß. Meine Switch ist gerade flüsterleise, ne? Hab ich beides nicht. Du hast keine Zeit und keine Geduld. Wäre mir nie aufgefallen. Was weird ist von jemandem, der Dark Souls spielt. Weil das ist auch nur ein Geduldsspiel. Ja, nicht effektiv, weil benutzen passen.
Oh ja, locker. Nur dreimal getroffen? Nein, das ist Skill und sich für keinen Tick zu schade sein. I don't agree. Dark Souls hat absolut nichts mit Skill zu tun. Hier oben. Da. Stimmt, nur Elden Ring. Elden Ring hat genauso wenig mit Skills zu tun. Sowohl Dark Souls als auch Elden Ring sind einfach nur schlichtweg Knowledge Checks. Jeder einzelne Gegner in den Spielen ist einfach testet basically dein Wissen. Mehr ist das nicht. Zweimal Knuddler hintereinander verfehlt, okay. Dreimal hintereinander. Und zum Coolsein nenne ich das Skill. Na, lass ich nicht gelten. Feigen. Skill ist, wenn du Malenia auf NG plus 7 ohne Equip machst. Das ist Skill. Oder Bravi?